Zuckerrohr wieder. Und hier ich. Direkt immer voll ab. Voll Murat. Du hast ganz voll Alkohol. Ja, hört man schon wieder. Die ist voll aggro. Ja. Ja. Wieder rausreden, wa? Da war es denn ganz lieb. Hm, das klopft ja überall. Ich schau mal. Probleme. Gib mir ein H, gib mir ein A, gib mir ein N, gib mir ein N, gib mir ein I, gib mir ein F. Hannes, go, Hannes, go, Hannes. Ich glaube, ich halte immer das Mond. Weil zu viel tut mir das gut. Scheiße. Wieder ein Beispiel, dass es dir nicht gut geht. Manche Probleme lang. Ja. Ich habe so voll die gewissen Probleme. Ich film gerade mal so mein Zimmer hier. Das ist Alex Mochte geschult. Ach genau, man kann ja mal ihre Zuckerfinger hier oder was hier rüber. Ja, ihre Zuckerfinger. Sie bewegen sich hin und her. Ja. Lust voll ab. Sie bist eine 4 und eine 1. Also 41 Punkte. Ja, geht das toll ab. Hier, Vogel, sowas muss er einsammeln. Nee, das geht nicht. Man, ich sehe ja auch nichts. Schau. Yeah. Ich bin die Stütze auf der Nase. Was hab ich? Ich bin die Stütze auf der Nase. Hä? Wie ist das? Nimm die Griffe weg. Ein Beispiel für etwas Menschliches. Ganz menschlich. Murat hat sich verlassen. Das war jetzt die Vergrößerung eines Alexanders. XD. Oh, geil, XD. Ich bin da so geil. Ich bin so XD. Ich schaue immer so ganz groß, wenn wir so ganz kennen. Das ist ja so Emo. Klar, ich bin voll Emo. Okay, eigentlich nicht. Kann ja mal passieren. Ich bin voll auf dem Apfelschmorgeltrip. Gelber. Ja. Ich bin jetzt vom Puppentheater. Hallo Manfred. Hey Schwester. Na, was hast du denn heute Tages gemacht? Ich? Ach so. Das übliche halt. Und du? Ach, ich habe den ganzen Tag in meiner Hängematte gelegen und mich gefragt. Und mich gefragt? Na komm, Alfred. Na gut, das. Danke für uns. Warum ich meine Zehen nicht sehen kann. Ich meine, das ist nicht lustig, aber. Doch, ich kenne die Lösung auf deiner Frage, Schüssler. Ja. Nimm ab. Also der Murat da. Ich bin kein Murat. Ich bin Manfred. Ja, Manfred? Manfred mit den Sternen. Cool. Ja. Murat hat Probleme. Ich hab schon wieder 1000 Euro selber. Und hier? Also, jetzt nur mal als Info, wie ich das Manfred hier so aussieht, ist Manfred ist ein Zwitter. Also, er sieht männlich aus, hat aber leider keinen Schwanz. Er hat einen Wanzer. Genau, wie man hier sehen kann. Schön ist das Ganze. In der Form eines Sternes. So, tschüss, Manfred. Hol uns doch mal einen Freund, Rudi. Rudi, wo ist er noch? Klar, nee, das ist ein Hund. Ja, Rudi. Hey, Schatz.
1310 noch. Nee, 1301, mein. Sie zockt schon wieder hier voll geil. So. Na gut. Rudi, wir wollen dich mal nicht wieder stören. Wir holen uns mal den Udo rein. Die holen uns mal den Udo, den ist schon da. Toll. Was ist denn los, Udo? Wieso hast du denn deine Ohren so nach vorne? Ich will sie essen. Wieso willst du denn deine Ohren essen? Weil sie gut schmecken. Hast du denn deine Ohren schon mal gegessen? Ja. Wachsen sie nach? Nein. Die habe ich von meiner Mutter. Ja. Was da Hose, die so komisch aus, die flattern nämlich so hin und her. Also ich der habe jetzt gerade so einen schlimmen Gedanken, die ich jetzt nicht aussprechen werde. Ja, das ist doch wohl das auch eins. Alter, Klaus und Miroti. Und jetzt kommt mal die Siglinde. Na Sie, wie geht's uns denn heute? Ach, Schissi. Ach nee, meine kleine Schiska. Ja, mir geht's supi. Und ich glaube gerade nur Scheiße. Ich muss dir was sagen, Schiki. Ja, was denn, Siggi? Ich bin in den Udo verliebt. Hässler? Ich weiß, er ist voll hässlich. Und hat auch voll die Bratzen. Okay. Weil die Brassvagina, aber ne, ist da, aber ich kann nun mal nichts ändern. Ich verstehe das doch, Sigi, aber seh doch mal, der Udo ist doch mit der Maria verheiratet. Da kannst du doch auch nichts machen. Ja, ich weiß. Ich spanne ihn einfach aus. 5 Tage später in dem Udo Schlafzimmer. Schwappe. Okay, tschüss.